Hilfe für Magen und Darm. Was der Verdauungstrakt leistet. Hilfe für Magen und Darm. Bereitet Ihnen gerade etwas Bauchschmerzen? Unser Magen ist ein sehr empfindliches Organ. Sodbrennen, Übelkeit, Reizmagen und Völlegefühl sind häufige Probleme. Meist ziehen sich die Beschwerden bis in den Darm oder entstehen auch erst dort, Blähungen, Durchfall oder gar ein Reizdarmsyndrom? Hier finden Sie schnelle Hilfe bei Erkrankungen von Magen und Darm. Der Verdauungstrakt beim Menschen umfasst mehr als nur Magen und Darm. Die Verdauung oder zumindest die Vorbereitung dazu beginnt bereits im Mund. Wenn wir Essen zerkauen, erleichtern wir Magen und Darm die spätere Arbeit bei der Gewinnung von Nährstoffen aus der Nahrung. Zusätzlich mischen sich im Speichel enthaltene Enzyme bei, die für die Verdauung wichtig sind. So umfasst der Verdauungstrakt also Mund- und Rachenraum, gefolgt von der Speiseröhre als Verbindung zum Magen, bevor es dann in den Darm geht, der aus Dünndarm mit Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse und dem Dickdarm besteht. Diese verschiedenen Organe werden in der Medizin zusammen als Gastrointestinaltrakt bezeichnet, vom griechischen Gaster für Bauch oder Magen und Intestinum, der lateinischen Bezeichnung für den Darm. Probleme mit dem Verdauungstrakt behandeln der Hausarzt oder der Gastroenterologe als Facharzt. Im Verdauungstrakt sitzt die Gesundheit. Die Verdauung funktioniert im Idealfall von ganz alleine, denn willkürlich ist sie nicht beeinflussbar. Damit der komplexe Prozess zum Gewinn von Nährstoffen aber wirklich funktioniert, ist ein kompliziertes Zusammenspiel von Reizen aus dem vegetativen Nervensystem nötig. Dabei spielen Sinnesorgane, Nerven und Hormone eine wichtige Rolle. Sie halten den Grundumsatz aufrecht, stellen also die Kalorienmenge zur Verfügung, die wir zur Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Körperfunktionen brauchen. Zusätzlich sorgen sie dafür, dass weitere Energie für Bewegung oder Denkprozesse zur Verfügung steht. Einer normalen, geregelten Verdauung wirken innere und äußere Stressoren entgegen, also Belastungssituationen im Alltag, die verdauungshemmende Hormone wie Adrenalin freisetzen. Psychostress stört die Verdauung, er schlägt uns also wortwörtlich auf dem Magen. Langfristig führen diese Faktoren zu Erkrankungen im Verdauungssystem. Zum einen verändern wir unsere Ernährung oftmals zugunsten glücklichliefernder Lebensmittel wie Junkfood oder Süßigkeiten, also der Totalfehlernährung, Malnutrition. Oder aber können wir auch gesunde Lebensmittel nicht mehr richtig verdauen, Maldigestion, oder die Nährstoffe nicht mehr ausreichend verwerten, wenn durch einen gereizten Darm der Speisebrei verfrüht ausgeschieden wird, Malabsorption. Dann drohen die bekannten Beschwerden wie Völlegefühl, Bauchschmerzen oder stressbedingter Durchfall, und der Körper entwickelt Mangelerscheinungen mit den begleitenden Symptomen wie einer Neigung zu blauen Flecken beim Mangel der Vitamine K und B, Muskelkrämpfen beim Magnesiummangel oder müdig und Mattigkeit beim Eisenmangel. Aber auch Viren und Bakterien können Magen-Darm-Beschwerden auslösen. Brechdurchfall etwa,
wie eine Magen-Darm-Grippe auch bezeichnet wird, entsteht meist durch eine Infektion mit Noro, Rota, Astro- oder Adenoviren. Dabei entzündet sich der Verdauungstrakt, Gastroenteritis. Die Symptome wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall sind heftig, dauern in der Regel aber nicht lange an.